Ja, und damit allerherzlichstes Willkommen zu der ersten Folge von Minecraft Vanille, dem neuen Projekt auf dem Realm-Server. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Die meisten erinnern sich vermutlich nur, das mit der Fahne hier ist auch mal, beziehungsweise mit dem Banner. Die meisten erinnern sich sicherlich nur noch an den Ofen und die Werkbank. Es hat sich seitdem sehr, sehr viel verändert. Ich habe Post, glaube ich, ne? Ah, ich habe Post. Okay. Das habe ich nämlich auch eingerichtet. Und zwar, da vorne steht ein großer Briefkasten. Also groß ist er nicht, aber da steht ein Briefkasten, der mit mehreren Trichtern hintereinander gelegt in die Richtung hier reingeleitet wird. Und die Post wird dann hier per Knopfdruck, weil ich das dann noch mit einem Spender halt nach oben flippen musste. Anders wäre es nicht gegangen. Dann lesen wir doch mal. Hallo, ich habe dir geschrieben und hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. General Data, der Bürgermeister, Oberkommissar und Staatsrichter. Alles klar. Die Inschrift für den Chat alles klar. Da hat er die zweite Seite einfach vergessen zu lasern. Mache ich einfach mal, weil ich es kann. Aber dann weiß ich ja schon mal, dass ich dieses Buch dann für neue Zwecke verwenden kann. Für alle, die es wissen wollen, in diesem Projekt geht es hauptsächlich darum, so ein bisschen wie Minecraft leben. Jeder hat seine eigene Rolle, jeder vertritt seine eigenen Positionen. Und ich bin zum Beispiel die Stadtverwaltung. Ich kümmere mich um die Wege, dass alles sauber ist, dass jeder einen Eingang hat, dass jeder eine Post bekommt und so weiter. Ich bin sozusagen derjenige, der dafür handelt, dass hier alles seine rechte Ordnung hat. So, Aktenleserbriefe ist nur sehr wenig drin im Moment. In den Trophäen habe ich bisher nur den heiligen Grasblock des Endermans erhalten. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen mehr, wer weiß. Die Rüstung habe ich erstmal zur Not abgelegt, weil die soll ja nicht schmuddelig werden. Und von daher habe übrigens vergessen, dass noch zwei andere auf dem Server sind, nämlich Werwolfin 18 und General Data. Hi, bin auch dabei. Ja, Herr Data, wir wissen's. So, hier befinden sich meine bisherigen Sachen, die ich sammle, falls ich was benötige. Ich habe, glaube ich, was gebraten. Nö, gut. Die andere Umgebung zeige ich gleich. Wir haben hier zwei Kisten, die annähernd gefüllt sind. Und wir haben zwei Hausschweine. Hi! Hi! Ja! Ja. Warte mal, hab ich wieder. Ach, scheiße, ich muss mal in das Lagerräumchen gehen. Warte. Wartet, meine Lieben, ich komme gleich. Das Lagerraum ist verbunden mit dem Essenssaal, sodass halt der Gastgeber. Ja, Ginandalita, ich weiß, dass du dabei bist. Du brauchst es jetzt nicht groß zu pompösieren. So, meine Guten. Ihr kriegt jetzt. Du kriegst erstmal eine. Und den Rest kriegt er dann später. Also dann kriegt Aileen später noch eine und Jakey und dann immer abwechselnd. Nicht, dass sie anfangen, noch Kinder zu kriegen, weißt du? Das ist ja sonst, sonst Beschiss. Hier befindet sich eine, der Zaubertisch, daneben ein bisschen Lapis und ein Bücherregal bisher. Ich kam nicht ganz dazu, dieses gesamte Bücherregal vollständig zu, ja, zu vervollständigen, so rum. Felder zum Essen habe ich mir angelegt, damit ich auch bloß nicht hungere. Dr. Fichte hat wer Leder für den, der auch dabei ist. So. Kartoffelfeld. Hier haben wir hier einmal und hier drüben zwei sogenannte Notunterkünfte für Dorfbewohner, die man halt sämen kann, wenn man auf solche trifft. Ich habe mir dafür extra schon zwei Tränke angelegt und einen goldenen Apfel. Wird vielleicht nicht ganz reichen, man muss es eigentlich andersrum machen. Mehr goldene Äpfel und weniger Wurftränke.
Weil so ein Wurftrank bezieht sich ja auf eigentlich alles, auf jeden. Die Kühe müssen auf jeden Fall weitergezüchtet werden, da brauche ich noch ein bisschen was. Und Schafe geht eigentlich ganz gut. Bei den Hühnern müssen wir auch noch gucken, aber das... Ich gehe gerade hier völlig vom Weg ab. Ich bin doch irgendwie voll Stadtverwaltung. Für die Leute, die sich fragen, was das für ein fettes, riesiges, krankes Gebilde ist. Das hier ist Tom Freds Haus. Ja. Er hat das sozusagen als Funhaus sich gedacht. Den Aufgang habe ich zufällig gebaut. Das ist Müll, ich weiß. Blumenkiste, hier kann jeder eine Blume reinlegen, wenn er möchte. Hier stehen ja überall welche, dann macht es ja wenig Sinn. Macht das überhaupt? Das schwarze Brett, die Karte, wo zwar sozusagen jeder zu sehen ist. Hier unten ist auch noch was Besonderes, da kommen wir auch gleich zu. Da oben haben wir Pfefferfan 18 ins Haus. Das müsst ihr dann eventuell in seiner Folge gucken. Ansonsten schaue ich bei ihm gerne auch mal vorbei in den nächsten Folgen. Auch wenn nichts Besonderes. Warte mal, ich muss die mal aktualisieren. Sieht nicht aktualisiert aus, komisch. Sieht immer noch so aus, als wenn da ein Loch drin ist. Naja, muss ich selber wissen. Zu verschenken. Das ist quasi die Truhe für alle, die hier gerne was ablegen wollen. Hier haben wir das Nether-Portal. Kommen wir erstmal zu dem Wichtigsten. Hier haben wir das große Game-Gebäude. Da werden neuerdings Spiele geführt. Hier ist die Notunterkunft für neue Spieler auf dem Server. Auf dem Server können mindestens 10, also höchstens 10 Leute spielen, aber es können unendlich viele Leute eingeladen werden. Von daher könnte es rein theoretisch sein, dass wir euch einladen. Es kann aber auch andersrum sein, ihr werdet nicht eingeladen. So, es kann Mörder gespielt werden, es kann Verstecken gespielt werden. Was bei den Games allerdings auch noch drin ist, sind die Monster, dass man die an- und ausschalten kann. Die sind im Moment aus, das ist auch gut so. Hi. Tag. Nun denn, hier haben wir die Polizei, das Präsidium, die Insel. Das mit dem Briefkastensystem sollte ich eigentlich klären. Das habe ich allerdings nicht so ganz hingekriegt. Das Problem ist, dass ich da versehentlich durch ein paar Schaltkreise gekommen bin. Das ist ein Mini-Hübchen. Bei denen ist auch sehr, sehr viel los. Das Polizeipräsidium, vorher sah das noch ganz anders aus. Jetzt hat er das Tor geschlossen, okay. Bei mir wird die Welt gerade nicht geladen. Wird noch ein bisschen dauern. Hier drüben haben wir die Hühnerfarm. Kühe. Da oben ist Eise Muffins Baumkrone. Niedlich. Wo war ich? Vierlinge. Schön, wie er es geschrieben hat. Vierlinge. Hier hat er sein Feld angebaut. Für seine Folgen müsst ihr natürlich unter seinem Kanal schauen. Die Leute werde ich dann natürlich verlinken. Unten in der Videobeschreibung. Die gesamte Insel gehört denen. Das heißt, sie könnten natürlich noch in die Richtung ausweiten. Prinzipiell. Allerdings haben sie ihre Mauer noch nicht erweitert, deswegen, ja. Ja. Ist die perfekte Antwort. Ich kenne mich leider schon ein wenig aus, deswegen, weiß ich auch, wie ich hier rauskomme. So. Folgendes, hat er überhaupt nichts mitgenommen? Nö. Hier diesen Redstone-Komparator, der gehörte nämlich zu der einen, Schaltkreis-Sache, die da hinten zu sehen sein sollte. Da ist noch so ein Wasserablauf und da ist ein Cobblestone-Weg unterirdisch, der dann mit Glas verdeckt werden soll, damit da nichts beschädigt wird. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil, liebe Leute. Und zwar kommen wir, jetzt bin ich zurückgebackt, zu dem wichtigsten Teil des Projektes. Denn Minecraft Leben hatte ja auch einen Baum.
und wir bauen auch einen Baum. Und zwar den Baum der Vanille. Das ist mein Projekt. Das zwischendurch mal angestrebt wird, dass ich halt ein bisschen bauen kann. Zwischendurch habe ich natürlich auch ein paar andere kleine Roleplays, die ich nötig habe. Die Truhe ist jetzt nur provisorisch da. Mal sehen, ob sich da noch was ändert. Ich habe nämlich letztens vergessen, hier auch so einen kleinen Weg hinzumachen. So. Das hätten wir. So hat man halt Ausblick auf die sich irgendwann mal entwickelnde Stadt Vanille und den Ausblick auf den Sonnenuntergang in die Richtung. Ich habe das extra so gemacht, dass das passt. Ich glaube, das wären hier die Vanillekühe. Der eine heißt dann Milko und Milka. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt benennen soll. Müsst ihr wissen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt. Folgendes. Das Ganze hier ist ein ganzes Roleplay-Projekt, das halt sehr, sehr wichtig ist. Es gibt bei uns Essen. Es gibt unten Essen. Okay. Hier drüben haben wir ordentlich Zuckerrohr. Hier haben wir die Deutschlandflagge als Symbol, dass wir deutsch sind. Warum auch immer. Ich weiß nicht, Tomfried hat sich den Scherz erlaubt und das gezeigt. Ich könnte ja auch rein theoretisch das Mysterium dieses unglaublich großen Kastens aufdenken. Wenn ihr das wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like auf diese Folge. Da würde ich mich definitiv freuen. Hier baut noch irgendwer was. Da drüben baut Dachrinne Junior. Also es gibt Leute, die machen YouTube auf diesem Server. Und es gibt Leute, die machen kein YouTube auf diesem Server. Das ist zum Beispiel Dachrinne Junior und Magma Boom. Das sind diejenigen, die hier... Ich glaube, Tomfried gehört auch zu der Gruppe, die auch kein YouTube macht. Deswegen sind Werwolf von 18, ich und General Delta die einzigen, die hier wirklich YouTube machen und Roleplay betreiben. Die Brücke habe ich auch gebaut. Schweiß, Blut und Tränen haben sich darunter gesammelt. Ich habe Hunger. Ja, weißt du, dann gebe ich dir was zu essen. Pass auf, gib dir jetzt was zu essen. Bitteschön. Jetzt ist er nicht mehr hungrig. Frisssack. Nicht hier, sondern in Real Life. Ja, ja, ich weiß. Ganz ehrlich, langsam. Das ist echt nett, aber okay. So, folgendes ist dann am Start. Vielleicht gucke ich in den nächsten Folgen mal bei den Leuten hier vorbei. Jetzt habe ich ja doch noch bei denen hier vorbeigeguckt. Der Typ hat ein zweistöckiges Gebäude. Ich weiß nicht, ob es noch höher wird. Auf jeden Fall hat er vor... Okay, es bleibt zweistöckig, hat er gerade geschrieben. Ich merke das halt, weil der Typ halt 2-3 Meter vor mir sitzt. So, und nächste Folge wird es dann hoffentlich Roleplay-mäßig besser. Ich werde so ein paar Texturen so verändern, dass das mit dem Roleplay auch zusammenpasst. Ich nicht. Ich lasse das mit dir mal mit der Frage.
Das mit dem Banner hat eine ganz besondere Symbolik. Da werde ich allerdings erst in den nächsten Folgen etwas Besonderes liefern, das sich nur in dem Haus befindet. Das sind Pfannkuchen. Ah ja, lecker. Soweit das erstmal. Ich bin mal gespannt, ob sonst noch wer Lust hat, auf dieses Video zu reagieren. Ob jemand Lust hat, hier bei dem Projekt dabei zu sein. Der soll jetzt einfach unten in die Kommentare schreiben, so, ja, ich würde gerne bei dem YouTube-Projekt dabei sein und dann halt noch die Begründung, warum. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft, damit ich halt jeweils rauspicken kann, wer bei YouTube dabei ist. Die zwei kloppen sich gerade wie wild in Werwolf in 18s Haus. Ich habe extra nochmal hingeschrieben, dass das hier übrigens mein Kartoffelfeld ist. Anders wäre es ja nicht. Am Samstag kommt, glaube ich, sogar... Diesen Samstag dürfte die Folge hochkommen. Morgen ist Donnerstag der 1., 2., Freitag, 3., dem 3. Den 3.6. dürfte die Folge hochkommen. Nun denn, was ich noch vergessen habe zu zeigen, ist, dass ich eine Cobblestone-Maschine unter meinem das Spiel verlassen. Hier befindet sich die Cobblestone-Maschine, sodass ich halt immer abbauen kann und hoffe. Ich weiß. Ja, tue ich. Ich bin sehr gespannt auf mein neues Roleplay, was sich dann erübrigen wird. Ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall bitte einen großen, fetten Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Denn dann werden weitere Folgen kommen. Jetzt entspann dich doch mal. Ich bin gerade bei der Abmoderation, ja? Komm runter. So. Folgendes. Ich werde jetzt runtergehen, Pfannkuchen essen, mir das Leben genießen, solange es noch geht. Ich bin gespannt, was die nächsten paar Tage anstatten ist. Nächste Woche nehme ich nochmal auf und lade dann nächsten Samstag nochmal hoch. Und ich glaube, es kommt sogar bald noch eine Folge. Denn ich habe einen Server gefunden, der die Map von Minecraft Freedom beinhaltet. Das ist ein sehr großes Stichwort. Bis bald. Okay. Er hat auch das Spiel verlassen. So, dann würde ich mich einfach verabschieden. Bis bald und das soll es dann gewesen sein. Hör auf, dich zu bewegen, Fetti. Lass die Kacke jetzt. Ja, mach oben ohne, ganz ehrlich. Frauenbrust, Männerbrust. Frauenbrust, Männerbrust. Ist so pervers, Junge. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Perverse Folge, ey.